In Teil 1 und 2 habe ich euch gezeigt, wie man eine alte NSU-Narbe zerlegt. Heute geht's um den Zusammenbau. Neben passendem Werkzeug braucht ihr für den Zusammenbau ein geeignetes Fett, entweder Kugellagerfett oder wie hier ein spezielles Narben- und Tretlagerfett. Ihr braucht ein Spezialfett für Stahlbremsmäntel. Dieses Spezialfett bekommt ihr entweder bei den Fahrrad-Oldtimer-Händlern. Links dazu zu diesen Händlern seht ihr auf meiner Webseite nsu24.de oder es gibt es auch übers eBay. Und ihr braucht Stahlkugeln im Maß 1/4 Zoll. Damit ihr die innenliegenden Kugeln ersetzt. Ich ersetze immer alle Kugeln neu. Die alten Kugeln sind häufig etwas abgelaufen. Wenn es nur ein Hundertstel ist, spürt man das schon beim Fahren. Deshalb empfehle ich hier, die Kugeln immer neu zu ersetzen. Beim Zusammenbau wird jetzt wichtig sein, dass ihr immer aufpasst, was ist links, was ist rechts. Hier zeige ich es nochmal an der Narbe. Links, das ist die Seite, wo dann später der Bremsschlüssel dran sein wird. Rechts, das ist die Seite, wo dann später das Ritzel dran sein wird. Beginnen tun wir dann mit der Achse. Hier ist jetzt alles zerlegt. Die Achse liegt so frei da. Die Achse hat auch eine linke und eine rechte Seite. Und zwar seht ihr hier an der Achse in der Mitte ist eine Erhöhung. Das ist ein Anschlag. Wenn man von diesem Anschlag auf die rechte Seite schaut, dann erkennt man die rechte Seite daran, dass hier dieser Schlitz, diese Einfräsung sehr lange ist. Das geht praktisch fast bis an den Anschlag heran, während auf der linken Seite der Schlitz sehr viel kürzer ist. Der endet schon im Gewinde und geht gar nicht mehr in diese glatte Fläche über. Wenn man ganz genau schaut, sieht man dann auch, dass die glatte Fläche rechts kurz ist, die hat nur ungefähr 20 mm, links ist sie etwas länger, da hat sie ungefähr 25 mm. Also hier links, hier rechts. Mit dieser Achse beginnen wir jetzt. Und zwar habe ich dann hier schon den Antreiber. Beim Antreiber seht ihr, dass ich hier schon die Kugeln neu ersetzt habe, eingefettet habe, neue Kugeln drin. Passt bitte auf beim Zusammenbau. Dieser Blechhaltering für die Kugeln, der läuft auf einer Seite etwas konisch zu. Der ist auf einer Seite ein kleines bisschen schmaler als auf der anderen Seite. Die spitzige, die schmale Seite zeigt immer ins Lager rein. Diesen Antreiber stecke ich jetzt einfach auf die Achse und von der anderen Seite von außen her schraube ich jetzt den äußeren Lagerkonus auf die Achse drauf. Auch hier habe ich die Kugeln ersetzt. Auch hier seht ihr jetzt an der Form, dass der Blechhaltering hier nach innen konisch zuläuft. So rum geht es immer ins Lager rein. So, jetzt sind wir schon fast ganz drin. Man sieht jetzt geht's Lager hier in die äußere Lagerstelle vom Zahnrad. Ich drehe das jetzt fest bis zum Anschlag. Und wenn ich am Anschlag bin, gehe ich wieder ungefähr eine Viertelumdrehung zurück und prüfe dann schon mal ein bisschen das Lagerspiel. Das ist ein ganz leichtes Spiel, dann stimmt es so. Ein bisschen Spiel darf man spüren. Das Ganze verschließe ich. Dazu habe ich hier den Filzring und den Blechdeckel. Der Filzring kommt in den Blechdeckel rein.
Es gehört so zusammen, den kann man hier reindrücken, weil der Blechring einen kleinen Kragen hat. Und das gebe ich dann hier drauf. Das ist eine Abdichtung. Darauf kommt dann diese Abdeckung. Hier müsst ihr aufpassen, diese Abdeckung hat ein Linksgewinde, das heißt, nach links drehen geht zu, entgegen dem Uhrzeigersinn geht das zu. So, ich drehe es mal nur von Hand fest. Ihr müsst dann bei euch noch mit einem Hakenschlüssel etwas fest zudrehen. Damit hatten wir dieses Teil, Achse mit Antreiber, zunächst schon mal fertig. Und jetzt kommen wir zur Nabe. In die Nabe kommt jetzt das Fett für Stahlbremsmäntel. Da nehme ich ein bisschen vom Fett und schmiere damit innen ganz leicht den Bremsmantel ein. Also hier die innere Fläche, die ihr hier seht, wo später die Bremsbacken sich dagegen spreizen, die muss leicht mit diesem Spezialfett eingeschmiert sein. Nun kommen wir an die inneren Teile dieser Bremse. Hier haben wir die Bremsbacken mit dem Nasenkonus. Das hatte ich jetzt komplett auseinander. Diesen Nasenkonus habe ich natürlich auch gereinigt, auch die Bremsbacken innen ganz leicht eingefettet und habe es hier schon mal etwas reingeschoben. Das muss jetzt komplett rein. Das muss hier also komplett rein. Jetzt liegt es komplett an und dieser Stahlhaltering, der muss jetzt noch verschoben werden. Der darf hier nicht auf der freien Fläche stehen, weil sich sonst wieder lösen könnte. Diesen Stahlring, den verschiebe ich jetzt noch ein bisschen, sodass die offene Seite irgendwo mitten auf dem Bremsbacken liegt. Den kann man dann so schieben. So, und jetzt liegt er irgendwo in der Mitte schön auf, sodass die Öffnung hier in der Mitte schön aufliegt. Dann nehme ich noch dazu den Friktionskonus. Der Friktionskonus hat hier diese Feder, die am Ende L-förmig abgewinkelt ist. Dieses L-förmige Stück kommt hier in diese Ausfräsung. Das kann ich schon mal provisorisch von Hand zusammenhalten. Dann gehören noch dazu diese Feder und der linke Achskonus. Auch hier habe ich schon neue Kugeln eingebracht. Ich habe es auch schon mal eingefettet, was man hier jetzt nicht so gut sieht. Arbeitet hier immer gut mit Fett. Das Ganze schiebe ich schon mal in die Nabe. Müsst ihr ein bisschen gegenhalten, damit das nicht gleich wieder alles herausspringt. Damit liegen die zwei Teile jetzt schon mal drin. Ich schiebe die Welle jetzt hier durch. Kann hier mit dem Schneckenkonus das schon mal ein bisschen fixieren. Muss aber aufpassen, dass das alles immer schön zusammen bleibt, damit mir die Feder innen nicht abrutscht. Die äußere Feder kommt hier drauf. Und jetzt muss ich aufpassen, dass hier diese Aussparung genau innen reingeht in den Nasenkonus. Dazu schraube ich das schon mal ein Stück weit auf. Richte das aus, sodass ich die Kerbe sehe und führe jetzt mit der Hand dieses Teil nochmal dagegen. Pass auf, dass das in die Aussparung rutscht. Es rutscht dann in die Aussparung, wenn das Lager hier links verschwindet, so wie jetzt. Jetzt ist das Lager schön drin, damit ist es reingerutscht. Jetzt ist es hier rechts wieder draußen. Da ziehe ich hier einfach nach, bis ich einen Widerstand spüre.
wenn ich den spüre, dann kommt praktisch der innere Schneckenkonus an den Friktionskonus und da muss ich dann jetzt von Hand schauen, dass ich das hier einfädle. Manchmal geht es auch schon beim Reinschrauben, manchmal muss ich ein bisschen nachhelfen. Ich schraube das jetzt an, jetzt geht es rein und ich kann es jetzt festziehen, bis alles fest ist. So, damit alles drin. Hier sitzt das Lager bündig drin. Damit ist die Aussparung in den Nasenkonus reingerutscht. Hier habe ich aufgepasst, dass diese Messingfeder mit diesem L-förmigen Stück auch nicht rausrutscht aus dem Friktionskonus. Immer schön mit den Händen unterstützen und das dann einschrauben. Die Einstellung ist wieder so, dass ich es praktisch festdrehe und danach eine Viertelumdrehung wieder losdrehe. Das kann ich dann aber auch noch später feinjustieren. Im Prinzip ist die Narbe jetzt schon mal zusammengebaut. Jetzt kommen noch die äußeren Teile dran. Zum einen hier dieser Sicherungsstift. Dazu muss ich jetzt hier in der Narbe diesen Schlitz in Übereinstimmung bringen mit einem dieser drei Punkte. Ihr seht, hier fehlt jetzt noch ein bisschen was. Zuziehen geht nicht mehr, dann gehe ich also noch ein bisschen zurück. So, jetzt seht ihr es, jetzt ist es in Übereinstimmung. Hier geht also jetzt der Schlitz genau über auf das Loch. Ich nehme einen Sicherungsstift und gebe den dann hier rein. Hier seht ihr ihn angesetzt, drückt ihn dann komplett rein. Es ist einfach eine Sicherung, damit sich nichts von der Lagerung löst. Danach kann ich dann hier nochmal nachfetten. Da kommt nochmal ein bisschen Fett dann drauf. Und kann dann den Schutzdeckel aufschrauben. Auch das wieder mit dem Hakenschlüssel zum Schluss noch mal ein bisschen festziehen. Danach kommt der Bremshebel drauf. Und danach wiederum diese Rundmutter. Bitte darauf achten, die glatte Seite geht nach innen. Diese leichte Erhebung ist außen. Auch das ziehe ich dann später mit einem Hakenschlüssel wieder fest. Und zum Abschluss hier noch die Sicherungsmutter. Auch da kommt dann wiederum diese Rundmutter drauf, manchmal bei anderen Narben sind es auch sechseckige, ganz normale, ganz dünne Muttern. Und es fehlt noch der Helmöler. Den ich zum Schluss hier noch drauf mache. Bei dem bitte aufpassen. Den hat man sehr schnell abgedreht, den nur ganz zart anziehen, wirklich ganz leicht. Und damit haben wir eine komplett fertige, überholte Narbe, die man so jetzt auch einspeichern und dann später auch fahren kann. Das war es im Teil 3 mit dem Zusammenbau der alten NSU-Narbe aus den 20er Jahren.